Servus, grüßt euch meine Freunde, hier mit dem nächsten Deckprofil und zwar für Dragon Ball Super, unser Starterdeck Nummer 1. Und ich würde sagen, schauen wir uns das direkt an. Und zwar in dem Deck unser Leader-Charakter, unser Son Goku, Super Saiyajin Gott Son Goku in dem Fall. 10.000 Basispower wie immer in dem Deck, beziehungsweise in dem Spiel allgemein grundsätzlich, sage ich jetzt mal normal, mit den 10.000. Und falls diese Karte angreift, choose up to one of your blue energy and switch it to active mode. Bedeutet so viel wie, genau, falls er angreift, darf ich eben eine blaue Energie wieder in unbenutzten Zustand quasi drehen. Und ich kann ihn awaken für, falls ich vier oder weniger Leben habe. Darf ich zwei Karten ziehen und ihn eben auf die andere Seite drehen? Das wäre dann der SSGSS Son Goku the Soul Striker mit 15.000 und Permanent Effekt. During your turn, if you have 5 or more energy, this card gains 5.000 Power. Eben, genau. Falls ich eben in meinem Spielzug 5 oder mehr habe an Energie, dann bekomme ich 5.000 Punkte für ihn. Und falls er angreift, darf ich eine Karte ziehen. Zusätzlich wähle bis zu zwei blaue Energies und die kannst du auch wieder aktiv drehen. So, dann als nächstes haben wir zweimal unseren Vegeta Prince of Speed mit 20.000. Das ist unser Fünfer sozusagen. Der auch als Evolutionskosten für zwei blaue und zwei weitere quasi auf einen Vegeta draufgelegt werden kann. Double Strike und eben auch Autoeffekt. Wenn er ins Spiel kommt und ich 5 oder mehr Energy habe, darf ich zwei Karten ziehen. Dann ist viermal unser God Rush Son Goku mit im Deck enthalten. Auch mit Evolution auf drei blaue und zwei weitere für einen Son Goku. Auch Double Strike und 25.000 Power. Dann, falls er ins Spiel kart, in Spiel kart, ja, wenn er ins Spiel kommt, werden alle gegnerischen Kampfkarten, die Blocker haben, für diesen Zug auf die Hand geschickt. Dann haben wir zweimal den SS3 Son Goku Maximum Energy. Auch als Evolution für den Son Goku mit zwei blauen und zwei weiteren. Auch Double Strike, 20.000 Punkte. Sogar Dual Attack und Auto, wenn er sich quasi in diese Karte entwickelt. Genau. Zusätzlich wird er noch aktiv gedreht. Und dann haben wir zweimal unseren Rapid Spirit Ball Son Goku mit 15.000 Punkten, auch als Evolution für eine Kosten und eine weitere auf einen Son Goku. Und wenn er ins Spiel kommt, darf ich bis zu eine Karte eine Energy von dir wählen und in aktiv drehen. Dann haben wir viermal unseren Kein Saiyan Son Goku mit 5.000 Punkten für die Kosten von ein blauem. Wenn er das Spiel betritt, darfst du die obersten 7 Karten deines Decks angucken, eine blaue Son Goku-Karte davon deine Hand hinzufügen und dein Deck mischen. Dann haben wir zweimal unseren Mighty Striker Son Gohan mit 25.000 und Double Strike. Nicht so viel dazu sagen. Dann haben wir dreimal unseren Son Goten mit 15.000 Power. Der hat keinen Effekt. Dann haben wir viermal unseren Silent Vegeta mit 15.000 Punkten und Critical. Critical bedeutet eben, dass wenn du Schaden zufügst, bekommt ja der Gegner immer eine Karte aus seinem Life. Und diese Karte würde eben abgelegt werden, statt dass er sie auf die Hand bekommt. Dann haben wir unseren Trunks dreimal mit 15.000 Punkten. Auch kein Effekt. Eine
Sehr gute Karte auch in meiner Sicht. Viermal die Bulma, Gott Tempter. Mit 1000 Punkten allerdings nur, aber einem starken Effekt. Und zwar, wenn du diese Karte ins Spiel kommt, darfst du bis zu einen Wiz mit einer Energy Cost von 4 oder weniger von deinem Deck deine Hand hinzufügen und dein Deck mischen. Einfach einen starken Sucher. Dann haben wir zweimal den Energy Boost Beerus mit 20.000 und Double Strike. Und falls er ins Spiel kommt und du hast 5 oder mehr Energies, darfst du eine gegnerische Battlekarte quasi K.O. machen. Also zerstören. Dann haben wir viermal, natürlich viermal in dementsprechend für die Bulma, den mit 10.000 Punkten und seinen Whiz, The Restricting Attendant. Falls er ins Spiel kommt, darf ich eine Karte in meinem Energy. Ah ja, darf ich die oberste Karte von meinem Deck quasi ins Energy legen, genau. Dann haben wir viermal unseren Piccolo mit 2 und 10.000. Einfach nur der Blocker-Fähigkeit. Typisch für Piccolo eben, wenn er sich mal wieder für so einen Gohan opfert. Dann haben wir viermal unseren Guardian North Kai, unseren Kaioshin quasi, unseren Meister Kaio, mit Blockerfähigkeit um 5.000. Dann haben wir zweimal den Extra-Karte, also unsere sozusagen Ereigniskarte mit Encouraging Presence Monarca. Kann man in der Main-Phase aktivieren, und zwar wenn dein Leader bekommt Double Strike und du darfst eine Karte ziehen, falls er das macht, also falls er eben dann den Double Strike zufügt. Und dann haben wir noch viermal unsere Wizards Coercing als Counter-Attack. Einfach, du darfst einen Angriff negieren und eine Energy von dir wieder bereit drehen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Starterdeck. Sag jetzt mal Mono Blau von Dragon Ball Super Kartenspiel. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liked, shared, kommentiert mir meine Videos, wenn ihr möchtet. Macht, was ihr wollt, wie immer. Schaut euch das nächste Video an. Wir sehen uns. Bis dahin.